Die Reihe übers Wetter reden mit ist die Ausgangslage, eigentlich die typische Frage, die man stellt, wenn man keine Ahnung hat, worüber man sprechen möchte. Die Smalltalk-Frage schlechthin. Und die stellen wir unseren Autorinnen. Die Idee der Reihe ist, dass wir nicht einfach Texte nehmen, die schon vom Wetter handeln, sondern dass wir Texte anschauen, zum Beispiel aus der Fantasy, aus der Science Fiction oder auch andere Texte, bei denen das Wetter im Hintergrund eine Rolle spielt. Und wir wollen schauen, wie sich das auswirkt auf das Erzählen. Ein Autor, den wir eingeladen haben, ist Stefan Bachmann. Das ist ein Buch von ihm. Er ist ein Fantasy- und Steampunk-Autor mit sehr viel neuen Ideen, neuen Welten, die er erschafft. Und deshalb wollen wir ihm die Frage stellen, wie bei ihm das Wetter für eine Rolle spielt und welches Klima das da herrscht. Dann werden wir ein Event machen zu Klima und Regen, also Regen in der Literatur, im Film, in Videospielen, als eine Trope, die natürlich Stimmung erzeugt, aber gleichzeitig auch Erzählungen beeinflusst und sie mitbestimmt. Heute eingeladen ist Christine Lötscher. Sie ist Professorin an der Universität Zürich zu populären Kulturen und arbeitet zu Climate Fiction, also zu Klima in Literatur und besonders eben in populärer Literatur, wo man es vielleicht nicht als erstes erwartet. Als Literaturwissenschaftlerin interessiere ich mich für Klima und für den Umgang der Literatur mit Klima. Und es gibt in jedem Roman Klima. Also Klima kommt in jedem literarischen Text vor, weil ja jeder Text in einer Welt spielt und diese Welt muss Wetter, Klima, Jahreszeiten haben. Autorinnen und Autoren gehen sehr unterschiedlich mit dem Klima um. Es gibt welche, die sich ganz, ganz stark für Klimaverhältnisse, für Wetter interessieren und die dem ganz viel Raum widmen. Und für andere ist es eher etwas, was halt im Hintergrund passiert. Umweltphänomen, ein Klimaphänomen, wie ist es denn mit dem Wetter in deinen Büchern? Welche Rolle spielt das, wenn du schreibst? Denkst du da ans Wetter? Ja, also Wetter ist immer Teil von, man muss es immer beschreiben, habe ich das Gefühl, es ist so etwas, es muss halt da sein, es ist immer hier und wo ich die Thema gehört habe, ich dachte, ich denke nie über das Wetter, aber wo ich gelesen habe und dann Stellen gesucht habe, es ist immer dort, also man kommt nicht darum herum. Klima ist schon immer wichtig in Büchern, oder? Und das ist auch immer sehr naturverbunden, ob man in Büchern Natur schätzt oder ob man es einfach ob es alles zerstört wird. Und das ist immer ein Thema bei meinen Büchern, ob die Natur, dass es geschützt wird. In meinem ersten Buch, Die Seltsamen, ging es um die Industrialisierung in England. Und das wurde im Vergleich zu den folkloristischen Wesen gezeigt. Also im Kontrast, die sehr eiserne, laute, rücksichtsloser Welt von der Industrie im Vergleich zu Wäldern und Feen und Folklore. Und da geht es ja auch um Klima eigentlich schlussendlich, dass man es respektieren kann oder ignorieren kann. Möchtest du uns jetzt eine Wetterszene vorlesen? Ja, vielleicht auch die Seltsamen, weil wir das gerade besprochen haben. Sehr gerne. Der Kutscher brummte etwas und schnalzte mit der Peitsche. Die Grashüpfer rannten los und die Postkutsche rumpelte davon. Bartholomew blickte ihr frierend nach. Mr. Jellyby sah auf seinen Kompass und dann marschierten sie über ein nasses, grünes Feld. Nebelschwaden lagen auf dem Gras und ihre Hosen waren bald bis zu den Knien nass. Schließlich fing es an zu nieseln. Bartholomew brummte der Kopf, so müde war er. Mr. Jellyby hinkte, aber keine von beiden sagte.